Zwei, eins. Warte. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur ersten Folge von, zur zweiten Folge von Division 2. Diesmal bin ich nicht alleine. Ich habe diesmal meinen charmanten, treuer Hundebegleiter mit, der für mich die ganze Ausrüstung tragen wird, den Via. Ja klar, ich werde hier der Packesel sein. Hast du auch zu essen was für mich? Nein, davon war nie die Rede. Ich muss auch versorgt werden. Was denn? Wir sagten noch, wir leiben uns dann einfach zwischen den Folgen einfach an den Leichen. Oh ja, da hab ich richtig Lust drauf. Oh. Hast du auch so tolle Waffen wie ich? Ich hab bessere. Ich hab eine bessere Ausrüstung als du, denn er ist schlecht. Hattest du kurz? War noch nie in Washington. Ist das nicht ich würde mal kurz mal die erste Kiste öffnen. Ich warte kurz, bis du fertig bist mit Reden. So, denn wir haben drei Kisten bekommen. Ich öffne jetzt meine drei Kisten, so wie er es gemacht hat. Ich bin gespannt, ob ich das gleiche Müll rauskriege wie er. Boah, ich kann es kaum erwarten, hunderte von Euro hier reinzustecken. Geil, ich habe einen Waffenskin gezogen. Wirklich? Ja. Schön, ich hab komplette Ausrüstung gezogen. Ich glaub, oh, ich habe was Lilanes gezogen. Guck mal, ich kann hier hochspringen. Oh, ich hab kosmetische da Schuhe bekommen. Auf mich zu, scheiße. Ich habe kosmetische Schuhe. Ich bin mitten im Fight und du guckst einfach kurz, machst kurz Shopping-Stream. Und ich habe ein Hemd bekommen. Wow. Okay. Ich hab nur kosmetische Ohne Sachen. Ohne Waffe. Ja. Ich hab eine Waffe bekommen. Schau mal, ich habe neue Schuhe. Ich habe lila Schuhe und ein blaues T-Shirt an. Na, AK. Ja, kann ich das jetzt verkleiden? Guck dir meinen geilen Bart an. Oh, geil. Machst du mich schon sexy. Kann ich das vergleichen? Ja, ich weiß. Naja. Wusste ich gleich auch. Ich hab eine coole Waffe. Ich habe eine AK. Ich habe jetzt eine AK bekommen. So, guck mal, ich habe jetzt eine Tech. Via hat den Champ-Werfer genommen mit Flammenwerfer. Und ich bin bei meiner Drohne. Mhm. Einstieg. Wir verbrennen mit meinem tödlichen Gas. Ist jetzt die Uzi deine. Da bekomme ich Flashbacks. Ist deine Uzi deine Primärwaffe oder. Ja, gerade primär. Okay. Die schaut die an sich geil. Macht der Nebel Schaden? Weiß nicht. Nein, okay. Ist ja eigentlich nur Farbe. Das ist ja so eine Giftfolge. Oder vorne sind Gegner. Warte, ich will mal mein Dings rein. Wo sind sie? Ich sehe die gar nicht. Ich gebe dir einen Tipp, wenn du nachladen. Du kannst nachladen und die Deckung wechseln gleichzeitig. Dann hau mal rein. Hallo? Wow, hat der richtig gut geklappt. Obwohl einer brennt. Einer brennt. Hier ist noch was Grünes. Granaten. Nee, eine AKM. AKM. Ich habe jetzt eine Mini-Uzi. Alles plündern. Kann ich die irgendwie nur einzeln aufheben? Also alles plündern, ne? Ja. Nee, du kannst alles plündern drücken. Okay. Ich werde jetzt nicht bei jeder scheiß Waffe ins Inventar gehen. Das mache ich dann am besten mal. Das ist hier richtig unnötig. Das mache ich dann nach der Folge. Auch wenn das Spiel. Ach, okay, kurz. Das Spiel zwingt mich, ins Inventar zu gehen. Wenn man alles plündern kann, kann man einmal gucken. So. Wie du vorläufst hier. Ich habe schon Leggy-Waffen gefunden. Ja, ich weiß. Das ist das Schlimme. Ich nehme die Kiste hier mit. Wie die wegrollt. Aber gegentreten. Stirbkiste. So zum Theater müssen wir. Oh. Das ist ja schon gefühlt die ganze Zeit durchgespielt, wo ich hier anfangen dürfte. Das ist ja schon die letzte Mission. Mhm. Habe ich mir schon gedacht. Hier sind die Gegner wieder. Oh, geh da. Bringen wir den Hechten mal hin. Ich hechte hier hin. Du bist so im Rutschen schneller, ne? Kannst du mal kurz. Ja! Ich flankiere sie von der Seite. Das ist schon einiges geiler. Weg mit dem. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ja, die Schotte. Komm doch. Aber ey! Meister-Aim, ey. Jetzt.
Aua! Keine Sorge, ich hab dich gerettet. Das geht ja richtig gut los hier. Ja, ich will mein Inventar jetzt nicht öffnen. Oder habe ich eine Leggy bekommen? Wie, wenn du an die Deckung gehst, wie schnell gehst du eigentlich um die Ecke? Also hier so, hier meinte ich das. Ist das nicht normal? Nein. Siehst du, deiner macht das viel langsamer als meiner. Ich habe das eingestellt, dass es meiner schneller macht. Kann man alles einstellen. Jetzt? Der Hacker hier. Guck mal, der spielt durch das Spiel voll überhaupt an. Verbrachte heute schon mehr Zeit in den Spiel. Das stimmt sogar. Wow. Da sind wieder Gegner. Ich hab mal nichts nicht gemacht, sondern einfach raufgeschossen. Ich wollte die AKM testen. Guck mal, das ist ein richtiger Selbstmordattentäter. Machst du das etwa nicht, wenn jemand eine Waffe hat, auf ihn zuzurennen? Ups, soll ich verstehen. Komm. Da hinten steht noch einer. Schick mal deine Drohne los, der wird noch nicht gesehen. Ja, du bist auch noch nicht verletzt. Achso, ach, du hast die Heildrohne genommen. Ja? Hör dir einfach nicht zu. Ich hab ne Maske bekommen. Ja, nehmen wir mit. Echo wieder hergestellt. Ich stell den Echo wieder her. Hat sich gerade gut zu dir angehört, muss ich sagen. Machst du einen Nahkampf angegriffen und dann erstickt da irgendwo jemand. Yes, Skinny John. Ja, oh, der wurde einfach abgestochen. Da hat uns verstorben. Okay, er ist tot. Fair. Nur fair, was hier passiert. Okay. Hat so ein bisschen Fallout Art, muss ich sagen. Einfach Fallout. Gibt's hier eigentlich sammelbare Sachen? Irgendwelche Kisten? Safe. Versteckten Loot. Wir suchen die Siedlung von Seitenschänder. Ey, das ist deine Siedlung. Okay. Ja, wusste ich natürlich. Aber durch das Spiel. Hast du hier schon ein Haus gebaut oder was? Ich kann hier nicht mehr rennen. Was passiert hier? Oh, ein Clip. Die Theatersiedlung. Sieht doch schön aus. Krass. Offen. Muss kalt sein hier oben. Nee, hier friert keiner. Es ist Sommer. Geh hier rein. Looking for Agent Kelso, she just left. I should have gone with her, but I'd only slow her down. I know you got your own problems to deal with, but them hyena motherfuckers took my little girl to get to me. If you can help, I'll be on your debt. And I always pay my debts. Electronic device detected. Ich kenne dich nicht, aber wir machen gerne. Ja, machen wir mal, oder? Portable electronic device detected. Ja, ich hab's kapiert.
Hier ist irgendwas, was ich aufsammeln kann. Ich hab's kapiert. Zwei Sturmgewehre. Hier liegt was. Mal testen, welches besser ist. Hier ist ein Sammelobjekt. Oh. Wo bist du? Unten. Immer schlimm, ich kann dich nicht aus den Augen lassen. Ich warte kurz, bis sie fertig sind. Was sind wir eigentlich hin? Du läufst schon wieder in die komplett falsche Richtung. Ich hab keine Ahnung, wo ich lange drauf, wenn ich ehrlich bin. Ich ist doch so ein schöner halber. Jetzt ist unsere Linie weg, da. Wenn wir rausgehen, da ist die Linie. Ich bin gerade in die Linie auf dem Boden gefolgt. Einfach dem Kabel. Ich glaube, so machen wir jetzt. Wir helfen ja irgendwie. Ja. Wäre sie von Anfang an mitgekommen, wäre es nie passiert. Ja, okay, sorry, dass du mich schon durchgespielt hast. Eine Patrouille. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich frage mich immer, gibt es eigentlich sowas wie einen Stealth-Tackdown in diesem Spiel, sowas in der Art? Keine Ahnung. Noch unsere. Genau, ich weiß. Hab ich auch was gewundert. Hä? Was machen wir hier? Darf nicht auf sie zielen? Nein. Spielst du leises bei mir, bei dir auch? Nö, bei mir ist alles laut. Ich hab schon Ohrenschmerzen. Das war Sarkasmus. Oh Gott! Wie, was? Gerade richtig chillig, ich war immer so bam, los. Ja, entspannt Musik und, so. Sterbt. Ich hab ein Einzelschussgewehr. Komm da raus. Auf das Atrium, komm. Logging Bay oder so steht der. Richtig hektisch hier. Kommst du her? Wie warst du gar nicht? Richtig geil, dass man die Tür geöffnet. Aber danke für die Muni. Wo will ich bekommen? Kommt das hier der erste Boss? Wirklich, ich hoffe. Das ist ein Sprengfässer. Da ist ein dicker Typ, obwohl der ist vergiftet, wie es aussieht. Ich sehe nur Lebensbalken überall. Deine Fähigkeit ist gleich wieder aufgeladen. Okay, du Stalker. Ich habe das eingestellt, dass ich sehen kann, wie viel Leben du hast und wann deine Fähigkeit aufgeladen ist. Habe ich eingestellt. Ja, werde ich hier gleich weggesaugt. Muni. Genau, Ron. Und die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das ist ein Vetter. Oh! Mit wem redest du? Welcher Vetter? Na, ich will die Granate schmeißen. Ich gehe mal weiter nach rechts, okay, um sie zu flankieren so ein bisschen. Bei dem Fetten da oben ist so ein Brandkanister. Oder? Ist das hier einer? Ja. Er hat sich selber im Brand gesteckt. So. Ich habe das Ding kaputt geschossen. Ja, und ich habe mein Ding, ich habe mein Ding hingeschossen. Ja. mein Feuer. Durchs. Feuerglas. Macht auch nicht besser. Drauf. Der ist jetzt weg. Die AK ist nicht so bekannt für die krasse Reichweite. Oh Gott, ich wurde verwirrt.
Ich treffe den letzten Typen da oben nicht. Hier ist noch einer. Also ich habe jetzt gerade meine Drohne genutzt, um mich zu heilen. Ja. Kann ich das nicht mitnehmen? Kann ich dich nicht in die Hand nehmen, so ein MG einfach? Bin schon ein Gegner, hast du recht. Gucken Sie FNA-Kampf. Stark. Das sind so Tipps, die erfährt man meistens immer erst am Ende des Spiels. Mhm. Merke ich. Wir sind ja schon am Ende, das ist ja letzte Mission. Das ist ja Prestige. Ja, der Rest. Danach kommt, bitte legen Sie Disk 2 an. Warte, hier liegt noch Sachen. Das ist schon Disk 2. Wird hier ein Schlüssel angezeigt. Auch ein Schlüssel? Man braucht hier einen Schlüssel. Mit. Ey, der Schlüssel, der da lag, ist weg. Bestimmt ist der Boss hier um den Schlüssel fallen. Oder hier ist irgendwo ein Schlüssel versteckt. Hier ist eine Kiste. Ich würde hier gern durch. Hier ist eine Kiste. Okay, ist Heilung drin. Hab die Tür aufgemacht. Ist auch noch eine Munikiste. Mach auf. Immer wenn ich eine Granate schmeißen, dann machst du Lärm und rennen sie alle von meinem Granatenplatz weg. Ja, aber das ist doch normal. Wenn du merkst, dass da eine Granate ist, würde ich da auch nicht nochmal hingehen. Sicher? Ja klar. Ich hätte ja richtig Bock nochmal von der Granate drin zu werden, wenn ich wüsste, dass sie da ist. Ey, da ist ein dicker Granaten. Bei mir ist es mehr immer so, ich würde versuchen von der Granate wegzurennen, dann rennt stattdessen voller rein. Ich weiß. Einfach rein hier. Oh, da läuft ein Typ bei mir vorbei. Stirbst gleich, ne? Ja, ich wollte einfach mal den Drohne testen. Heilen sie mich? Die ist unterwegs. Aua. Aber die stellt eine Rüstung wieder her und kein Leben. Oh. Hast du gut gesagt. Danke. Hey, jetzt wird ganz voll. Kann man hier hochklettern? Ja. Ja, komm, hier oben ist safe auch noch guter Loot. Bestimmt. Irgendwas Legis. Klar, du weißt ja, wo die legendären Sachen versteckt sind. Klar. Ich habe ja das Spiel programmiert. Ja, klar. Also immer so ein paar geheime Kisten eingebaut, die man als Spieler nicht sehen kann. Genau. So wie da bei musst du Skyrim. Eine Kistenkombination drauf machen. So wie bei Skyrim. Ich kenne immer die ganzen Glitches, wie man sich durch die Wände glitscht und so, um zum Händler Kiste zu kommen. Die Hackerkiste. Geht's? Gewehr und Sturmgewehr. Ach, das sind zwei verschiedene. Hat jemand richtig Bock? Ich schmeiß mal eine Granate zu dem rüber. Ups. Das war's mit dem. Ich schmeiß jetzt dem anderen eine Granate. Ich werde immer noch geheilt. Was auch mit dem? Willst du meine Drohne wenn ich mal haben oder was? Ich behalte seine Drohne, die ist jetzt immer meins. Ja, es hat einmal meine Fähigkeit gestohlen. Schönes Leben. Hm. Ich habe deine Drohne jetzt für immer und ich habe noch mein Feuer gehabt. Oh. Okay. Ich habe Angst, dass ich den Schlüssel übersehen habe. Das nicht. Ist hier ist ein Fahrstuhl. Einfach reinhechten. Wenn du nicht weißt, wo du hin sollst, einfach rein. Dein Bart, muss ich sagen, ist schon sexy. Ja, ich weiß, der ist richtig geil. So habe ich ihn auch ausgesucht. Guck dir meine Muskeln und meinen Bart im Vergleich an. Huah. Ich habe auch übrigens unter meiner Ausrüstung, unter meiner Schutzweste nichts drunter. Bei mir ist ein Ladevorgang. Achso, ja, ich hab die Xbox, deswegen bin ich wahrscheinlich wieder schneller als du. Ich mach schon mal die Fahrstuhltür auf. Ist eine stecken geblieben. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns mit der nächsten Folge wieder.
wenn wir das Dach erreichen und dann natürlich einen fetten Dark Souls Boss erstmal begegnen, wo wir 50 Mal sterben werden. Also er. Da müssen wir so sehr viel ausweichen. Ich wäre ich.